So, hallo ihr Lieben, hier ist René aus Leipzig. Ich sage heute mit Absicht mal nicht stempeln mit René.de, weil im Rahmen des Blog-Hops, kennst du schon, möchte ich euch heute mal mein anderes Hobby und zwar meine Fahrtengrafik zeigen. Und zwar ganz gezielt hier meine Schmunzelsteinkarten, muss ich gleich dazu sagen, sind bei Etsy und auf den Märkten mein absoluter Verkaufsrenner. Ich komme oftmals gar nicht so schnell nach mit Sticken, wie ich diese Karten brauche. Und wie so eine Karte entsteht, werde ich euch jetzt mal zeigen. So, das Ganze sieht am Anfang so aus. So sieht nämlich eine Vorlage aus für eine Fahrtengrafikkarte, für ein Fahrtengrafikmotiv. Hier in diesem Fall von Laura's Design aus den Niederlanden, die ich gerade so ein bisschen für mich als Designerin entdeckt habe und für die ich also auch schon Musterkarten für ihren Online-Shop gestickt habe. Und das schneide ich mir also erstmal aus, dieses Motiv in der Größe, wie es ist. Das ist in der Regel immer auf 12,5 mal 12,5 cm. Das ist also auf 13,5 cm Karten passt. So, da habe ich schon mal mein Motiv. Und dann stempel ich mir als erstes meinen Spruch. Den habe ich schon immer, da habe ich eine separate Platte für meinen Stemperatus, wo dieser Spruch schon aufgezogen ist. Da habe ich meine Markierung, wo ich meinen Karton anlegen muss, dass der Spruch immer an der gleichen Stelle landet. Jetzt kommt sicher von vielen eine Frage, wo hast du den geilen Stempel her? Das kann ich euch auch verraten. Den habe ich mir bei PP Stamps machen lassen. Früher habe ich das immer nur gedruckt, ganz einfach mit dem Drucker. So, man sollte vielleicht auch mal die Abdeckung abmachen am Station. Mit dem Drucker gedruckt und dann hatte ich auf einmal die Idee, Mensch, du stempelst doch auch, warum machst du das Ganze nicht mit dem Stempel? Habe Petra Peters von Poppers PP Stamps den Text geschickt und habe geschrieben, mach mal die und die Größe muss es haben. Und sie hat mir dann also den Stempel dazu gemacht und ich finde, seitdem sehen meine Karten noch schöner aus. Nachfragen, ob ihr den Stempel kriegen könnt, ist sinnlos, wird sie euch nicht machen. Den Stempel habe ich exklusiv für meine Karten machen lassen und den wird auch kein zweiter kriegen. Sage ich ganz einfach nur, wenn ihr Schmunzelsteine machen wollt, lasst euch selber was einfallen. Den Text findet ihr im Internet. Meine Schmunzelsteine gibt es also nur mit meinem gestempelten Motiv und meinen Fadengrafiken. Ja, das war so mal dazu. So, der Text gefällt mir jetzt. Stemperatus mache ich nachher später sauber. Dann lege ich damit, mache ich das einfach mal hier rein. Der kann also weg, den brauchen wir nicht mehr. So, jetzt habe ich also hier meinen Text und habe hier mein Motiv. Da kommt als nächstes meine Prickelmatte zum Einsatz. Die ist auch schon züchtig zerstochen. Die liegt immer hier so rum. Da steckt immer das Wichtigste, was ich brauche, drinne. So lege ich mir das Motiv hier raus, suche mir zwei Punkte, wo es am wenigsten stört, wenn ich da was feststecke. Nämlich einmal den hier, diesen äußersten, und einmal den und stecke mir das Ganze hier fest. So, jetzt hält das erstmal an der Stelle und dann kommen meine Prickelnadel zum Einsatz. Bei denen bin ich also etwas Großverbraucher, weil die nehme ich am Anfang nur für die Fadengrafiken. Irgendwann, ihr habt ja auch schon meine Stamping-Videos gesehen, irgendwann wird die Spitze nämlich stumpf und dann ist die für die Fadengrafik ungeeignet. Und jetzt steche ich hier überall, wo Punkte sind, mit der Prickelnadel erstmal vor. Warum ich sage vorstechen, seht ihr nachher bei meinem zweiten Arbeitsgang, den einige, sag ich mal so, die mit Fadengrafik anfangen, weglassen. Aber man sieht das nachher auch aus den Karten,
Ob das jemand ist, der also schon länger Faltengrafik macht und das regelmäßig macht, oder jemand, der es nur ab und zu mal macht, weil es gibt da so ein paar kleine Schritte, die, sage ich mal so, die geübten Faltengrafiker dazwischen einschieben, die, wenn man das lernt, einfach weggelassen werden. Ja, jetzt kommt sicher die Frage, wie kommt ein Mann dazu, Faltengrafik zu machen? Das ist eigentlich in einem ganz kurzen Satz gesagt, einfach durch eine schwere Krankheit. Ich hatte vor 5 Jahren eine schwere psychische Erkrankung, die mich bald 2 Jahre lang außer Gefecht gesetzt hat, und habe in der Klinik damals, in der Ergotherapie, sollte ich mir was raussuchen, mit was ich mich beschäftige. So, da gab es verschiedene Räume. Der erste Raum war Ton und Holz. Ja, das war ja nun überhaupt nichts für mich. Dann der zweite Raum war mit Malen und Zeichnen. Davon hatte ich auch keine Ahnung. Und dann gab es den dritten Raum. Der dritte Raum, das war also alles, was mit Stoff zu tun hat und mit Nähen. Man konnte dort also sticken, man konnte nähen. Und da ich früher in der Schule schon, also im Handarbeiten nicht schlecht war, danach aber nie wieder gebastelt hatte, habe ich gedacht, naja, der Raum ist das, was am ehesten noch für dich in Frage kommt. Und habe mich da so umgeguckt und habe dort in einer Schauvitrine, die davor hing, eine Faltengrafikkarte gesehen. Und das fand ich irgendwie toll, was ich da gesehen habe. Und da kam also die Frau Kast und die Leiterin der Ergotherapie und sagte, ah, und da habe ich sie gefragt, was ist denn das? Und da sagte sie, das ist Faltengrafik. Wollen Sie das denn mal probieren? Ach, dachte ich, na ja, wenn du irgendwas anderes machst, was ja keinen Spaß macht, probierst du es mal. Ja, und so bin ich zur Faltengrafik gekommen und bin bei der Faltengrafik in Anführungsstrichen hängen geblieben, weil ich habe das dann nicht nur in der Klinik gemacht, bis ich dort entlassen wurde, sondern habe ganz massiv dann Faltengrafik zu Hause gemacht, als ich wieder nach Hause gekommen bin. Mein Mann war am Anfang etwas skeptisch, als ich angefangen habe, mir hier Garn zu kaufen, so unter dem Motto, hast schon vieles angefangen, hast nie weitergemacht. Aber als er dann die Ergebnisse gesehen hat und auch gesehen hat, dass mir das also richtig gut tut, weil ich dabei richtig gut entspannen kann, hat er dann eigentlich gar nichts mehr dazu gesagt, sondern hat gesagt, na dann mach mal. Hauptsache ist, das steht nicht irgendwann dann hier nur noch rum. Ja, dann kam der erste Markt. Dann waren etwa die ersten 100 Karten fertig. Ich habe nette Faltengrafiker im Internet kennengelernt, wo sich auch gute Freundschaften draus entwickelt haben. Und man hat also, habe also viele gute Ratschläge bekommen, was ich anders machen kann, was ich besser machen kann. Ja, und so ist, sage ich mal so, mein Hobby Faltengrafik entstanden, für das ich leider immer eigentlich zu wenig Zeit habe. Aber es ist die Sache, wo ich am besten entspannen kann. Also ich kann hierbei vollkommen abschalten, wenn ich nicht gerade ein Video drehe wie jetzt und euch was erzähle. Aber damit das Video nicht so lange wird, höre ich jetzt erstmal auf mit Erzählen, du das weitere Vorstechen dann zeitraffen. Und melde mich dann wieder, wenn es um den nächsten Arbeitsschritt geht.
So, das ist also nur mal kurz meine Kontrolle, ob ich alle Löcher erwischt habe. Manchmal vergisst man einfach eine Linie, das erkennt man nicht so richtig, wenn man hier das sticht. Ich habe aber alle erwischt. Mein Motiv sieht also unten drunter so aus wie oben drauf, ja. So, und jetzt haben wir einen Schritt, den viele gerade Neulinge nicht machen, weil man lernt den auch nicht in der Ergotherapie. Ich steche jetzt alle vorgestochenen Punkte noch einmal mit einer Stecknadel nach. Hintergrund ist ganz einfach, wenn ich jetzt hier diese nehmen würde, an den Stellen, wo ich mit der dünnen Nadel, wenn ich von hinten nach vorne dann mit der Originalnadel steche, dann wölbt sich der Karton nach außen und das sieht nachher nicht so gut aus. Deswegen erst vorstechen mit einer feinen Prickelnadel und jetzt steche ich die Punkte, wie gesagt, alle noch einmal nach, dass sie auch alle eine einheitliche Größe haben. Und man hat den Vorteil, wenn man vorher nicht ganz so fest mit der Prickelnadel durchgestochen hat, und hat sich mal etwas verstochen, dass man also daneben ist. Das kann man hier an dieser Stelle noch ausgleichen. Denn wenn man dann einen meiner letzten Schritte, ich sage immer so schön, das Verschmieren der offenen Löcher wieder macht, was ihr aber erst am Ende des Videos seht, dann sieht man diese kleinen Fehlstiche nicht mehr auf dem Karton. Weil es ist Papier, es ist Karton und ihr wisst, da lässt sich einiges ausmerzen. So, jetzt kommt wieder der Schnelldurchlauf, weil sonst dauert es ganz einfach zu lange, das Video. So eine Schmunzelsteinkarte ist relativ schnell gestickt, also schnell fertig. Schnell heißt, dass sie etwa nach ca. 2 bis 2,5 Stunden fertig ist. Also mit allem drum und dran, also mit Stempeln, mit Vorstechen, mit Nachstechen, mit Sticken, die Karte dann zum Schluss ausdekorieren und alles, bis also, ich sage ich mal so, in einer verkaufsfertigen Verpackung ist, sind also durchaus jedes Mal 2 bis 2,5 Stunden. Es gibt natürlich auch andere Faltengrafikmotive, wo ich durchaus auch mal einen Tag oder länger sitze und ich habe mittlerweile auch schon 16 Faltengrafik-Wandbilder gemacht. Da sitzt man also bis zu einer Woche dran. Jetzt also Schnelldurchlauf und ich melde mich wieder, wenn ich das alles nachgestochen habe. So, damit hätte ich das also nachgestochen. Ihr seht also jetzt viel besser das Motiv. Ihr seht auch, das wölbt sich hier hinten alles nach außen. Weiß nicht, ob man das erkennt. Wenn wir das also nicht nachgestochen hatten, hätten wir also diese Wölbung dann bei jedem zweiten Stich nach vorn. Da das für einen roten Schmunzelstein geplant ist, fange ich also mit dieser Farbe an. Da kommt also immer die Frage, was für Garn nimmst du? Also ich nehme in der Regel Madeira Rayon Nummer 40. Ich nehme Madeira Polyneon, ebenfalls die Nummer 40, teilweise auch von Mettler und von Gütermann Garne. Aber dann hört es auch schon auf. Ich möchte Garne, die also eine sehr hochwertige Verarbeitung haben, die sich also beim Sticken nicht aufträufeln. Und vor allem, die einen schönen Glanz haben. Beispielsweise irgendwelche Baumwollgarne oder so eignen sich da weniger gut dazu, weil dort fängt ganz einfach beim Sticken dann das Garn an, etwas aufzuträufeln. Dann wird das ganze Stickbild nicht schön. Und an Nadeln nehme ich generell von Prüm die Nummer 11, und zwar da die langen. Die gibt es auch noch in halblang und in klein.
Aber ich sag mal so mit meinen dicken Fingern, ich brauche es etwas handlicher. Ich nehme also die langen und viele sagen immer, wie fädelst du die Fäden ein? Also ich nehme keinen Einfädler. Mir die nämlich schön gerade abschneidet und die dann hier relativ kurz nehmen. Das wird jetzt sicher der Vorführeffekt und wird nicht gehen. Und doch, es geht. Schon habt ihr den Faden also drin. Sollte heute das Licht etwas komisch sein, ich habe hier neben mir noch eine ganz normale Schreibtischlampe stehen. Und ihr werdet zwischendrin nachher mal sehen, während ich sticke, dass ich da immer mal die Karte dagegen halte. Das ist ganz einfach, falls ich mal nicht sehe, wohin ich genau zurückstecken muss, dann halte ich die Karte gegen das Licht, um die Fäden zu sehen, über die schon drüber gestickt ist, damit ich das also genau zählen kann, dass es einheitlich wird. Was ich hier gemacht habe, ich habe hier am Anfang einen Knoten gemacht. Da gibt es unter den Fadengrafikern immer so ein bisschen Meinungsverschiedenheit. Die einen meinen, sie machen keinen Knoten, sie kleben das hinten fest. Ich zeige euch hier, wie ich das mache und ich stehe dazu. Bei mir gibt es dahinter Knoten. Es gibt einen Knoten am Anfang und ansonsten sind dort hinten dann alle Fäden miteinander verknotet. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und ja, ist genauso wie mit dem Garn und wie mit allen anderen Sachen. Jeder hat seine eigene Methode. Es ist mein Video, ich zeige euch meine und bei mir wird geknotet. So, jetzt gibt uns die Designerin vor, für dieses obere Motiv, mit dem ich jetzt anfange, steht hier 1,8. Das bedeutet nichts weiter. Ich fange also hier an, gehe hier rein. So, meine Unterlage kann erstmal außer Sichtweite. So, und wenn es 1,8 ist, heißt das, ich muss ins achte Loch wieder rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6. Das ist aber ein Motiv, was ich nicht gerne so mag. Ich arbeite lieber mit 1, 7 oder 1, 9. Warum ich lieber mit ungeraden Zahlen arbeite, zeige ich euch dann auf der Rückseite. Weil dann ergibt das hinten eine einheitliche Linie. Während hier sieht man also wirklich nur jeden zweiten Stich und da sehe ich manchmal nicht, ob ich an der richtigen Stelle war. 2, 4, 5, 6, 7. Ich lasse also 7 hinten frei und gehe hier rein. So, dann muss ich natürlich nach jedem Stich die Karte drehen. Jetzt gehe ich an dieser Stelle nach vorn und gehe hier ins zweite Loch. Hier nach hinten. So, hier ist immer noch ein bisschen das Widerspenstige, wo dann wieder welche Sachen würden. Genau deswegen kleben wir es und ich klebe es trotzdem nicht. Und jetzt gehe ich hier im dritten wieder raus. Gehe hier rein. Vierten wieder raus. Hier rein. Wenn ihr genau hinguckt, trotz dass ich das vorhin nachgestochen habe, sieht man immer noch leicht, wo ich rauskomme. Aber das geht nachher, wenn ich das zum Schluss verschmiere, ist das alles verschwunden, ist das nicht mehr zu sehen. Sieht man also auch die Löcher nicht mehr in der Größe. So. Am Anfang sieht man es noch nicht. Ab dem nächsten Loch sieht man es dann genau, warum ich lieber mit ungeraden Zahlen arbeite. So, jetzt ab hier, wo es sich anfängt mit Kreuzen, wird das nämlich dann hinten eine durchgehende Linie. Und das sieht man ganz schnell, an welcher Stelle man rauskommt bzw. wieder reinkommen muss, wenn man mal zwischendrin, sage ich mal so, eine kleine Pause oder so gemacht hat. Immer lieber, wenn ich hier zwei übereinander habe. Sonst sieht das so aus wie hier, nur dass dann zwei Fäden übereinander sind. Da weiß man gerade bei einigen Motiven dann nicht so genau, wo man ist. Gibt es natürlich auch Hilfsmittel, aber so.
Der Vorteil an Madeira-Rayon und Polyneon ist natürlich, wie gesagt, dass der Faden also so gut wie nicht aufträufelt, was bei einigen Billiggarnen, also ich habe mal eine ganze Kollektion aus England kommen lassen. Dort habe ich immer das Problem, dass ich gerade die Enden der Fäden nachher irgendwann wie aufrollern. Und da hat man dann das Problem, dass sich dann schnell mal in den Garn Knoten bilden. Und dann macht das also überhaupt keinen Spaß, die auseinanderzukriegen und weiterzumachen. Es gibt dann, wenn ein Knoten drin ist, wenn du dann weiterstichst, gibt es große Löcher. Das willst du auch nicht. Also musst du dann hinten verstecken, musst also einen neuen Faden wieder anknüpfen und so. Das passiert also mit den Garnen hier relativ wenig. Sie sind zwar preisintensiver, aber sie sind ihren Preis wert. Und es gibt also gerade bei Amazon und Neweltflach und allen möglichen Anbietern beispielsweise so Sortimente, wo du erstmal nur 8, 16 oder 24 Farben drin hast, brauchst ja keine 160, wie ich sie habe. Und die reichen erstmal, um anzufangen. Ich habe auch so angefangen. Oder man kauft sich eben solche Stitch- und Do-Sachen, wo man also fertige Fadengrafikmotive drin hat, plus das Garn dazu. Hier ist jetzt mal so ein Punkt, wo ich euch das zeigen kann. Wenn ich mit einer ungeraden Zahl mit einer geraden Zahl arbeite, komme ich also hier raus. Hier sehe ich also sofort, dass ich mich verstochen habe, weil ich muss eins weiter unten rauskommen. Ich hier nämlich rauskomme und hier lang gehe, dann ist das nicht mehr unterbrochen. Dann weiß ich also, dass ich genau richtig bin. So, und jetzt schalte ich euch weg, weil jetzt stick ich und euch die ganze Zeit zuzulabern. Das bringt also auch nichts. Wir hören uns also wesentlich weiter hinten wieder. So, mittlerweile sind seit Beginn des Videodrehs bis jetzt über 2 Stunden schon wieder mal zeitmäßig vongegangen und ihr seht, ich habe mittlerweile diese Karte fertig gestickt. Ich musste zwischendrin mal mit dem Bild rausgehen, weil ganz einfach der Speicher voll war. So sieht das also jetzt von vorn aus. So sieht die Karte von hinten aus. Aber ich muss dazu sagen, die Rückseite sieht ja sowieso niemand. Und jetzt kommt das, was ich Löcher verschmieren nenne. Ihr seht also, ich nehme ganz einfach ein Falzbein, nehme das verkehrt rum. Man kann auch die Schere nehmen, aber ich habe für mich das Falzbein entdeckt und finde, das macht sich richtig gut. Und gehe hinten über die ganzen Nähte drüber. Am Ende könnt ihr ruhig ein bisschen aufdrücken. Am Anfang war ich da tüchtig. Zögerlich dachte ich, ach, dann reißt ja irgendein Faden oder was. Nee, macht der nicht. So schnell reißt der nicht. Wenn ihr einmal dabei seid und habt dann hier so kleine gerade, so Kanten hochstehen, die manchmal entstehen beim Schneiden mit dem Papierschneider. Da kann man also auch gleich drüber weggehen. Da habt ihr also auch gleich mal gesehen, wie man solche Schnittkanten wieder gerade kriegt, also ruhig ein bisschen aufdrücken, es passiert nichts. Es ist Papier, es ist ein Naturrohstoff und der gibt ganz einfach nach. So, und wenn wir jetzt mal vorne sehen, sind also auch die Sachen, die sich vorn hochgewölbt haben, durch dieses Verschmieren, wie ich immer so schön sage, hier habe ich es noch nicht richtig auf der Seite, sieht man dann immer ganz gut. Man sieht dann auch, wenn man ganz genau ranzoomen könnte, würde man sehen,
dass also jetzt die Löcher ziemlich zu sind. Man erwischt natürlich nie alle, aber ihr müsst euch immer sagen, wenn es ganz hundertprozentig akkurat wäre, dann wäre es Maschinenarbeit. Wir reden hier von Handarbeit und dafür, denke ich mal, habe ich schon schön akkurat gemacht. Jetzt kommen wir einfach noch zum Verzieren. Als erstes mache ich also dann mal, runde ich die Ecken ab. Es gibt natürlich auch viele möglichen Stanzer. Es kommt also immer darauf an, was ich mache. Aber ich denke, bei meinen Fadengrafiken durch diesen schönen Stempel und die gestickten Sachen reicht das also voll und ganz, wenn ich einfach nur die Ecken abrunde. Dann nehme ich meine Karte, auf die das drauf soll. In der Regel sticke ich auch auf diesen Leinenstrukturkarton, aus dem die Karten sind. Das Problem, darauf lässt sich sehr gut sticken. Das Problem ist nur, wenn ich mit einem Stempel arbeite, also mit meinem Schmunzelsteinstempel, das Stempelbild wird nicht schön auf diesen Strukturkarton, weil der obendrauf nicht glatt ist. So, jetzt kommt man ganz einfach Abreißklebeband hinten drauf. Hier empfehle ich wirklich, arbeitet bei dem Aufkleben mit Abreißklebeband. Ich mache ja sonst auch lieber auf meine normalen gestempelten Karten, nehme ich lieber Tombow zum Aufkleben, weil ich dann noch ein bisschen verrutschen kann. Das ist hier überhaupt nicht geeignet, weil ihr könnt euch damit eure Stickerei versauen. Und das ist dann wirklich ärgerlich. Ihr versaut euch dann 2 Stunden und länger Arbeit. Mir ist das mal Silvester so passiert mit einem ganz tollen Motiv von Linda Linzos. Ein Feuervogel. Da wollte ich den einen Feuervogel, wollte ich Silvester machen, wie er sein Gefieder zu hat. Und mit dem aufgeblusteten Feuervogel als Motiv dann im neuen Jahr starten. Ich hatte das Motiv auch schon fertig gestickt. Ich hatte alles soweit fertig, wollte den Feuervogel noch ein bisschen mit Glitzersteinen verzieren. Die passenden waren aber ohne Kleber, also keine selbstklebenden, und habe mir wirklich die in mühevoller Handarbeit gestickte Karte mit dem Strasssteinkleber versaut. Seitdem kommen bei mir nur noch selbstklebende Strasssteine zum Einsatz. Das war mir eine Lehre. Das mache ich nie wieder. Genauso wie ich also generell auch, wenn ich mit Stempeln arbeite, erst stempel, bevor ich sticke. So, jetzt haben wir das da drauf. Dann mache ich noch einen kleinen Strassstein hier in die Mitte rein. So, hier, die Leute haben es immer gerne, wenn es ein bisschen funkelt. So, und da man diese, das wär, ist also dann der Schmunzelstein dazu, habe ich also einen roten genommen. Da man diese Karten sowieso nicht in den normalen Briefumschlag verschicken muss, die werden also, wenn man die verschicken will, muss man also einen wattierten Umschlag nehmen. Deswegen bezeichne ich das also auch mehr als Gastgeschenk, das ist also mehr zum Mitnehmen zu irgendeiner Sache, wegen durch die also auch, wenn ich die verkaufe, nicht mit Umschlag machen, wie meine anderen Fadengrafikkarten. Mache ich jetzt hier innerein einfach noch eine kleine Karte, auch abgerundete Ecke, auch 12,5 mal 12,5 für die Größe. So, platziere ich auch noch schön mittig. Zack, zack. So, das wäre inne. Und damit man sieht, dass das von mir ist und reine Handarbeit, kommt mein Aufkleber noch drauf. So, und jetzt ist die Karte fertig. Jetzt geht die noch in meine Fotobox zum Fotoshooting. Kommt danach in die
Verkaufsverpackung, also in Klarsichtfolie. Hinten drauf noch das Copyright, das eben das Motiv von Lauras Design ist. Ja, das war's. Jetzt durftet ihr mir mal bei meiner Fadengrafik über die Schulter schauen. Eine Sache, die ich sonst also wirklich nur ganz in Ruhe mache. Ihr werdet also auch von mir kein Fadengrafik-Video wieder sehen. Das war das Einzige in dieser Richtung. Aber ich hoffe, ihr habt mal sehen können, wie ich diese ganzen Sachen gestalte, wie aufwendig also Fadengrafik ist. Und wenn dann immer so diese Diskussionen aufkommen zu dem Thema Preis, was kann ich für so eine Karte nehmen? Also Leute, zahlt gerne die 5 Euro, die jemand für eine normale Karte haben will, oder eine 7 Euro in der Karte in dieser Größe, weil man sitzt da dran 2 Stunden und länger und denkt nur mal drüber nach, wie normal der Mindestlohn in Deutschland aussieht. Wer nicht bereit ist für so eine Karte, das Geld auszugeben, den kann ich nur sagen, geht in den Laden, kauft euch eine fertige Karte, da bezahlt ihr auch 3,50 Euro bis 4 Euro dazu, habt aber nichts Individuelles. Das soll es von mir gewesen sein, bis zum nächsten Mal, dann wieder ein Stempelvideo, euer René aus Leipzig.